Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem nicht Deckprofil, sondern zu einem Unboxing von Legendary Dragon Decks. Und zwar hier ist die Box. Und wir öffnen sie. Ups. Okay. So, das ist Schwarze Magie Deck, das Saberdrachen Deck und das Buntäugig Deck. Wir beginnen mal mit dem Schwarzen Magie Deck. Okay, das geht sogar jetzt ziemlich leicht auf. Okay, und hier ist das Schwarz-Magier-Deck, hier mit dunkler Magie der Drachenritter. Sehr guter Effekt überhaupt mit ewige Seele, gut in Kombination. Dann die auszubildende Illusionsmagierin. Die hat ebenfalls einen sehr guten Effekt. Sie sucht ein paar dunkle Magier und verstärkt sie auch noch. Dann noch dunkler magischer Kreis. Der Verband gegnerische Karten, die man einfach dunkler Magier als Spezialbeschwörung beschwört. Okay, hier ist nochmal ewige Seele für das Visionsmonster wiederum, wie vorher gesagt, sehr, sehr gut. Dann noch Magier-Navigation, also wirklich alles, was ein dunkles Magier-Deck braucht. So wie dunkler Magier, dunkles Magier-Mädchen, Erobe des Magier, nochmal, zweimal noch, also insgesamt dreimal. Zweimal insgesamt dann Erobe des Magiers, zweimal Stab des Magiers. Erfahrener dunkler Magier, okay, der ist jetzt nicht so gut. Oh, da sind sogar die legendären Ritter drinnen. Timaeus. Oh, da sind alle drinnen. Kritias wahrscheinlich. Hermos. Wahrscheinlich ist die Zauberkarte dann auch enthalten. Dann Brechermagischer Krieger. Magisches Exemplar. Das hat im Effekt irgendwas mit Zauberzählmarken. Das ist eine sehr gute Kombination mit den neuen Pendelmonster, die rauskommen. Ein Großschildwache, okay, reiner Kreuzritter. Kann Stufe 5 oder höher Spezialbeschwörungen annullieren. Dann dunkler magischer Vorhang, um einen Magier zu rufen. Illusionsmagie, erweiterte dunkle Magie, dunkles magisches Erbe. Tausend Messer, Angriff mit dunkler Magie, die ist auch gut. Oh, da ist sogar das Auge von Timaeus drinnen. Kann dann sogar den auch noch da rufen. Dann die Kralle des Kritias. Die Klaue des Hermes. Und da hier die Legende der Herzen. Weitere Schwerter. Topf der Gegensätzlichkeit auch immer gut. Verstärkung für die Armee. Okay, das geht gerade noch. Dunkle Erneuerung. Nicht so schlecht. Oh, sogar Kartenvernichtungsvirus. Ja, die ist nicht so schlecht. Spiegelkraft. Okay, für die Kralle wahrscheinlich. Dann Tyrannenflügel. Dann noch dunkle Paladin. Amulettdrache. Dunkles Magiermädchen, die Drachenritterin. Jetzt hat er ja, natürlich einen Kameraden. Okay, dann tödlicher Virusdrache. Sowie tyrannische Explosionsdrache und Spiegelkraftdrache. Richtig gut. Und dann noch für die Klaue des Hermes da noch ein paar Fusionsmonster, magischer Zeithammer, Hermes Raketenkanone, Bogen der Göttin und Rotauges schwarzes Drachenschwert. Okay, das war mal das Magier-Deck. Öffnen wir das in der Mitte. Das Cyberdrachen-Deck. So, dann tun wir mal das weg. Okay, und wenn es weggeht, ist Plastik, es bleibt bicken. Komm weg, geh weg, Plastik. Weg, Plastik. Es bleibt immer bicken. Weg, weg, weg. So. Okay. Nun das beste Fusionsmonster überhaupt, glaube ich. Chimera Tech Mega Flottendrache. Der braucht einfach nur ein Cyberdrachenmonster und eins oder mehr extra Monsterzonen. Monster in der extra Monsterzone. Ziemlich gut. Macht einfach jedes Link-Deck weg oder generell was mit extra Deck. Sehr viel arbeitet. Auch die Pendeldinger können da eigentlich keinen Schutz suchen, falls sie vom Extra-Deck beschworen worden sind. Ja. Und man braucht nur einen Cyberdrachen. Also ins Side-Deck notfalls. Oder gleich ins Main-Deck reingeben. Und das geht schon. So, dann noch Cyber-Reparatur-Werkstatt. Auch nicht schlecht. Cyber-Netzwerk. Der ist auch teuer. Chimäre durch Amoklaufdrache. Der ist auch sehr schnell zu beschwören. Und da natürlich Cyberdrache-Unendlichkeit. Der Annullierer schlechthin.
Okay, dann noch Cyberdrache, Cyberdrache 2, Cyberdrache 3, Cyberdrache, Cyberdrache 2, Cyberdrache 3, Cyberdrache. Dann noch Cyberdrachenmark, dreimal. Proto-Cyberdrache, Cybertal. Okay, das sind die nicht so guten, eher mehr unnötigeren. Sogar Maschinenwesen ist nur drinnen, okay. Dann nochmal Cyber-Reparaturwerkstatt. Kybernetische Fusionsunterstützung. Falls man Fusion beschwören will, kann man auch, glaube ich, vom Friedhof dann nehmen. Evolutionsausbruch, okay. Kraftbündnis, auch nicht so schlecht. Überlastfusion, okay. Jetzt können wir die ganzen antiken Antriebdinger da das dann auch reingeben. Und Zukunftsvision sogar. Begrenztzeitferner, Maschinenwesen, Panzereinheit, Cybernetzwerk. Cyberschattengärtner. Das ist für mein Trap-Monster-Deck gut. Okay. Oh, darauf habe ich gewartet. Stürmische Spiegelkraft. Genau, bebende Spiegelkraft auch noch. Und ertränkende Spiegelkraft. Alle drei Spiegelkräfte sind da drinnen. Und bei den anderen ist die normale sogar drinnen. Dann noch Cyber-Enddrache. Cyber-Zwillingsdrache. Chimera-Dich-Überdrache. Nochmal Cyber-Zwillingsdrache. Chimera-Dich-Festungsdrache. Okay. Aber das ist sogar ein zweites Mal noch drinnen. Und zweimal Cyberdrache Nova. Nicht schlecht. So, jetzt fehlt nur noch eines. Und das Plastik wird wieder bicken. Gut. Diesmal ist es schneller runtergegangen. Und hier der buntäugige Arc-Pendeldrache. Das ist ein Sucher, glaube ich, und auch noch ein Spezialbeschwörer. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es scharf stellen kann. Kann man es lesen? Ja, ich glaube schon. Aber es ist ein normales Monster. Der Stufe 7 sogar. Und Pendelskala 8. Buntäugiger Pendeldrache in alternativem Artwork. Sehr schöne Karte eigentlich. Dann genau der Hungergift-Fusionsdrache, ebenfalls in einem alternativen. Sophie Glasflügel-Synchro-Drache. Und finstere Rebellion Exit-Drache. Und sogar ein zweites Mal hier in Common. Okay. Dann die obersten Königdrache, Buntäugig, ist auch drinnen, okay. Oh, da sind die ganzen anderen. Buntäugig Phantomdrache zum Beispiel. Und buntäugiger Rollendrache. Kann daraus ein richtiges Buntäugig-Deck machen. Dann buntäugiger Druckbildrache ist ebenfalls drinnen. So wie Künstlerkumpel, buntäugiger Lichtphönix und das Einhorn. Dann der Schildkobold. Um einfach zu suchen. Und dann noch ein paar andere, wahrscheinlich für Fusionen und so. Der zum Beispiel Edeldrachmagier für die Synchros. Und da sogar das Ritualmonster ist drin. Buntäugiger Schwerkraftdrache. Es ist wieder Rang 7 Rotauge mit 500 Lebenspunkten, muss der Gegner jedes Mal zahlen, wenn er Karteneffekt aktiviert. Nicht so schlecht. Sogar Himmelsiris, also falls man das Starterdeck nicht hatte, kann man sich's hier holen. Buntäugige Fusion, Ankunft der Buntäugigen. Da wieder ein paar Sucher oder Zerstörer, je nachdem. Spiralflammenschlag. Duellantenallianz in Common für die Magierdecks, aber auch hier gut, man kann ihn auch suchen. Undurchlässiges Pendel, auch nicht so schlecht, um die Pendelskalen zu schützen. Pendelstur, naja, okay. Topf der Reichtümer ist gut fürs Ziehen. Landformen, Echerdings. Pendelwiedergeburt, nicht so schlecht. Pendeltausch, ja, okay. Hier ist sogar nochmal der oberste König. Der, wie heißt der nochmal eigentlich? Ich kann es hier nicht lesen. Hungergift, auch. Ja, Drache, Hungergift. Oberster König, Drache, Hungergift. Dann der Vortex-Drache oder Wirbelsturm-Drache. Wirbeldrache. Dann Gatling Ghoul. Nochmal Glasflügel. Ich glaube, das ist. Zuerst ist Platz 1 ist der. Platz 2 ist der. Oder auch Platz 3 ist dann der. Und Platz 4 ist eindeutig der. Der kann nicht wirklich was Gutes. Okay. Dann Meteor Anschlagdrache. Auch wieder vom Starterdeck eigentlich wieder zu bekommen. Und auch. Und der Giga-Absolut-Drache. Das war's. Sehr gute Karten überhaupt. Die Promokarten immer, die was sehr neu sind. Sehr neu. Sie sind neu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aus diesen Dingen kann man da eindeutig ein Deck machen. Wenn man zwei davon hat, hat man ein ziemlich starkes Deck. Egal ob Magier oder Cyberdrache oder Buntäugig.
Man kann daraus sehr viele coole Sachen damit bauen. Und das war's auch schon wieder. Und bis zum nächsten Mal bei einem nächsten Unboxing oder bei einem nächsten Deckprofil oder News. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert mich und liked es und dann bis zum nächsten Mal. Oh, wenn es noch zugeht. Okay.